Hallo und herzlich willkommen zu meinem The Knitting Translator Podcast. Ich bin Elona, ich bin Strickerin, Übersetzerin, Übersetzerkursentwicklerin und Autorin. Und in diesem Podcast geht es aber ums Stricken und ein bisschen immer wieder ums Übersetzen. Über andere Tätigkeiten von mir spreche ich in dem Podcast eher selten, wahrscheinlich, weil ich über sie woanders häufiger spreche. Ja, ich lebe in Bielefeld, in der Stadt, die es nicht gibt, wie es der Legende nach so heißt. Und ja, ich stricke sehr viel, sehr gerne und schon sehr lange und sehr vielfältig, würde ich mir anmaßen. Und darum soll es heute auch gehen. Normalerweise, also diejenigen von euch, die nicht zum ersten Mal eingeschaltet sind, beziehungsweise die vielleicht von Anfang an dabei sind, haben gesehen, dass ich ja oft oder meistens irgendwie so einen Theorieabschnitt einbaue in das Video. Dieses Mal wird es kein Theorieabschnitt geben, aber schon ein paar Informationen so drumherum, weil ich sehr viele, ja, ich würde sagen, praxisorientierte Themen habe. Auch einige Projekte, die ich zeigen möchte. Ich habe drei fertige Projekte, also drei fertig gestrickte Sachen, die ich zeigen möchte. Und das, ja, nach meiner Erfahrung dauert es schon ja recht lange, wenn man alles Wichtige über diese Strickprojekte erzählt. Also nicht bei allen, aber meistens, wenn man ja, so viele Modifikationen macht wie ich. Ich passe normalerweise meine Strickstücke recht stark an oder oft, nicht immer, aber oft. Oder verändere irgendwas an der Form, um das Strickstück meiner Figur besser anzupassen. Und dadurch ja, erzähle ich, glaube ich, recht viel über die Projekte. Dann möchte ich heute, also ich habe hier meinen Plan auf dem Tisch liegen, wenn ihr meinen Tisch sehen könntet gerade. Ja, ich sitze ja wie immer, also wie immer seit, keine Ahnung, den letzten 5, 6 Folgen in meinem Wohnzimmer an meinem Esstisch, an meinem wunderschönen recycelten, beziehungsweise meinem wunderschönen Esstisch aus dem recycelten Holz, der recht bunt ist für einen Tisch. Und ja, heute haben wir meinen Hund Bono als Gesellschaft wieder. Erstaunlich entspannt liegt er da. Also erstaunlich, weil er ein recht hiebeliger Hund ist, so wie ich halt auch. Und ja, sich recht viel bewegt, beziehungsweise Geräusche macht. Man kann auch sagen, er redet mit mir. Oder mit allen anderen auch eigentlich. Also nicht nur mit mir. Aber um ihn geht es nicht. Ist quasi nur Deko heute. Also, genau, ich spreche über die fertigen Strickprojekte. Dann sage ich eine kleine Info, die eher für strickende Übersetzerinnen und Übersetzer unter euch interessant sein könnte. Und am Ende möchte ich einen Wolltausch vorschlagen an diejenigen, die interessiert sind. Und zwar musste ich einsehen, dass ich aus meinen Alpaka-Beständen nichts oder zumindest nicht bald was stricken werde. Ja, ich erwähne das ja immer wieder, dass ich eher sozusagen der Mohair-Typ bin und dass ich mit Alpaka nicht so gut stricken kann. Ob ich Alpaka gut tragen kann, bin ich mir nicht sicher. Kann ich nicht richtig ausprobieren, weil ich mit Alpaka unglaublich ungerne stricke und dadurch, wenn ich da irgendwas anfange, dann dauert es echt nicht lange, also ich komme wirklich überhaupt nicht weit, wenn ich mit Alpaka stricke. Dann höre ich auf, dann liegt das Ding oder ich ribbel das direkt, ja. Oder mir gefällt einfach die Optik nicht oder irgendwas. Also irgendwas ist bei Alpaka, in der Alpaka-Wolle drin, was mit meiner Haut oder ja, was mir nicht gefällt, was meine Haut, meinem Körper nicht gefällt. Es ist auch nicht so, dass ich irgendwie einen Ausschlag kriegen würde oder dass ich jucken würde oder so. Überhaupt nicht. Aber ich finde die Haptik nicht angenehm für mich. Ich weiß, dass es bei ganz vielen Menschen ganz anders ist. Ganz, ganz viele Menschen lieben Alpaka. Deswegen dachte ich, bevor ich mich hier rumquäle und meine Alpaka-Wolle hier rumliegt ganz lange,
und wird dann vielleicht dann doch irgendwann entweder verkauft oder verschenkt oder was auch immer. Ich dachte, ich probiere das mal mit dem Wolltausch aus. Das machen ja auch ja, viele Menschen, viele Podcasterinnen, viele Influencerinnen, Instagrammerinnen, wer auch immer. Auf jeden Fall machen das recht viele Menschen. Und ja, ich wollte euch einen Wolltausch vorschlagen. Ich werde am Ende der Folge zeigen, was ich anzubieten habe. Und dann könnt ihr mir, ja, und dann sage ich auch, wie ich mir das vorstelle, glaube ich. Also rein praktisch, wie ich mir das vorstelle. Genau, und dann sind wir wahrscheinlich schon bei einer Stunde und ich werde im Anschluss vermutlich Schwierigkeiten haben, das Video wieder hochzuladen. So seit den letzten 2 Malen habe ich echt Schwierigkeiten, Videos hochzuladen, wenn sie so um eine Stunde rum sind. Obwohl meine ganzen ersten Videos oder die meisten meiner ersten Videos schon um eine Stunde rum waren, also so um eine Stunde lang waren. Und ja, von daher weiß ich nicht, ob eben mit meiner Internetverbindung irgendwas anders ist jetzt oder was das Problem ist. Auf jeden Fall muss ich immer mehrfach das Hochladen starten bei YouTube, damit das überhaupt funktioniert und das ist recht unberechenbar. Dann starten wir mal mit einem Projekt, das ich schon vor meinem Mallorca-Urlaub fertiggestellt habe. Jetzt muss ich gerade kurz nachdenken, weil da eine E-Mail eingegangen ist und ich nehme ja auf meinem Handy auf und ich musste kurz durchlesen, von wem. Da habe ich gedacht, da ist vielleicht was Interessantes dabei, ist aber nichts Interessantes dabei. Also nochmal zu dem Projekt. Ich habe dieses kleine Projekt ganz hektisch vor meinem Mallorca-Urlaub fertiggestellt. Zum Mallorca-Urlaub also werde ich hier übrigens eine Folge einblenden, beziehungsweise eine Verlinkung einblenden zu meinem Mallorca-Vlog. Es gab 2 Videos, wo ich über meine Vorbereitungen und meine Reise nach Mallorca nach Ostern erzähle und ein bisschen ja, darüber berichte, was eine Strickerin quasi auf Mallorca machen kann, wo sie hingehen kann. Das war nur eine Stelle, wo man hingehen kann. Ich hatte tatsächlich vor meinem Urlaub damals noch eine weitere Empfehlung bekommen, wo ich hingehen könnte. Vielen Dank, Laura. Das habe ich dann aber nicht mehr geschafft, weil ich ja mit meiner Tochter da war und wir waren insgesamt eigentlich nur 4 volle Tage da und am ersten und am sechsten Tag reisten wir halt an oder ab. Deswegen dachte ich, ich muss das jetzt nicht überstrapazieren. Ich war halt nur in diesem, also bei Open Studio 79 in Palma. Und die andere Werkstatt oder sowas ähnliches, Textilwerkstatt, haben wir dann nicht mehr besucht. Genau, aber falls ihr Interesse haben solltet, schreibt mich bitte auf Instagram oder per E-Mail oder irgendwie auf irgendeinem Kanal an. Dann ja, teile ich diese Empfehlung sozusagen weiter. Die habe ich jetzt gerade nicht parat, deswegen kann ich das gerade nicht sagen, was das war. Zurück zum Projekt. Ich merke, ich lenke mich wieder ab. Mir kommt es übrigens auch, ja, nochmal, mir kommt es auch so vor, dass ich ewig lange keine Videos mehr gemacht habe. Dabei habe ich letzte Woche, also heute vor einer Woche quasi, ein Video hochgeladen. Ja, von daher verstehe ich gar nicht. Offensichtlich ist in meinem Kopf sehr viel passiert seitdem. Sind auch ein paar Sachen passiert. Arbeitstechnisch bin ich richtig gut ausgelastet gerade, sowohl angestellt als auch freiberuflich. Ich schreibe gerade an einem Kapitel für ein Buch, für Übersetzer, an einem zweiten Kapitel für dasselbe Buch schon, weil ich eine spontane Idee letzte Woche hatte. Das habe ich dann der Herausgeberin vorgeschlagen. Hallo Miriam. Und sie hat ja gesagt und jetzt muss ich liefern, eigentlich heute, weil ich das so versprochen habe. Ich werde mal schauen, dass ich heute noch dazu komme, das zu Ende zu schreiben. Ich bin schon bei der Hälfte ungefähr. Muss mich, oder eigentlich mehr als die Hälfte, ich muss das nur ausschreiben. Tut mir leid. Ja, ich werde es nicht rausschneiden, damit ihr merkt, vielleicht, oder damit ihr seht, wie so ein Video entsteht, vielleicht, falls ihr Interesse habt. Ich bin halt ein Mensch, eine Person, und habe unglaublich viele verschiedene Aktivitäten, die mich alle faszinieren. Das Stricken am meisten, das Übersetzen mit am meisten, das Schreiben aber auch und so. Also ich bin ein sehr faszinationsfähiger Mensch,
was dazu führt, dass ich viel zu viel zu tun habe oder mir viel zu viel mir viel zu viel vornehme. Ich komme echt nie zu diesem Tuch. Ich fange jetzt an damit. Ich habe ein wunderschönes Tuch aus wunderschöner Wolle gestrickt. Und ich zeige zuerst das Tuch. Die Fäden habe ich leider noch nicht vernäht, weil irgendwie ist das Wetter jetzt so, dass ich dieses Tüchlein, weiß ich nicht, irgendwie passt das nicht. Entweder ist das zu kalt oder zu warm dafür. Ja, aber ich zeige das Tüchlein. Ja, Tüchlein ist das, weil es halt ein kleines Tuch ist. So, das ist so. Hier so ein Dreieckstuch, ein schmales Dreieckstuch, ja, in einer wunderschönen Farbe. Das würde man dann entweder so tragen, ja, also einfach mal, naja, mit meinen diesen ganzen, mit den ganzen Fäden ist das ein bisschen schwierig, also so, einfach nur, ja, so ein leichtes Ding, man kann das auch zubinden, muss man aber nicht, damit das besser hält. Unter der Jacke passt das wirklich sehr gut. So, man kann das aber, wenn man so, wenn das zu dem eigenen Stil passt, kann man das natürlich auch als ein Kopftuch tragen. Das würde dann so aussehen vielleicht oder so ähnlich. Ich habe es noch nicht anprobiert als Kopftuch. So. So, na, irgendwie sowas. Ja, je nachdem halt, was für einen Stil man so bei Kopfbedeckungen hat, könnte man das gut tragen. So, das, ich sage zuerst was zu der Anleitung. Und zwar ist das eine Anleitung aus dem Lamana-Heft. Übrigens sehr netterweise von Lamana selbst mir zur Verfügung gestellt. Sowohl das Heft als auch eigentlich das Garn. Nur reichte das gar nicht aus, das mir zur Verfügung gestellt wurde. Also das ist quasi Werbung. Das ist Werbung und das größte Teil von dem Tuch, aber nicht komplett, ist auch Werbung. Den Rest der Wolle habe ich selbst gekauft und selbst bezahlt. Ja, das ist das Heft Accessories, also Accessoires. Und das ist das Tuch. Tuch Vera heißt das. Ja, das ist in dem Heft, sieht das so aus. Das sieht für mich ein bisschen kleiner aus. Das erklärt natürlich auch, warum die Wolle nicht ausreichte. Und ja, bei dem Tuch ist angegeben, dass man diese Wolle verwendet, die ich verwendet habe, und dass man nur ein Knäuel braucht. Ja, die Wolle ist Lamana Milano. Die besteht aus 90% Merino Superfein, genau, also 90% Merino Schulwolle und 10% Kaschmir. Ja, ich habe hier von dem zweiten Knäuel, das ich selber gekauft habe, noch so viel übrig. Also ich habe schon ein Drittel davon gebraucht. Ja, in der Anleitung ist wie gesagt angegeben, dass man ein Knäuel braucht. Also wie viele sind das? 25 Gramm, ca. 180 Meter. Und das ist damit eigentlich auch sowas wie Lace-Stärke, oder? 360, 700, genau, das ist Lace. Aber das ist recht flauschig, ja, und so, dass man das mit welcher Nadelstärke habe ich es gestrickt? Ich muss mal schauen gerade. Das ist auch in meinen Ravelry-Projekten nicht drin, weil das so schnell ging, beziehungsweise so nebenbei ging. Man soll mit, ach nee, das ist eigentlich für Lamana Verona gedacht, aber die Lauflänge ist die gleiche. Deswegen habe ich diese Wolle genommen, weil sie mir farblich besser passte als die Lamana Verona, die mir ebenfalls von Lamana zur Verfügung gestellt wurde. Dazu komme ich aber in einer anderen Folge. Wo steht denn, wie mit welcher Nadelstärke man das strickt? Ach, 3 mm, genau. Ich habe auch mit 3 mm gestrickt. Und wahrscheinlich ist meine Maschenprobe anders. Für Tücher mache ich natürlich keine Maschenprobe. Ja, ich orientiere mich ungefähr so an meinen Vorstellungen davon, was für ein Tuch ich haben möchte und was so im Design angegeben ist, was Garn angeht. Aber ich mache keine Maschenproben. Für Tücher
Ich mache eigentlich grundsätzlich selten Maschenproben und hier habe ich auch keine gemacht. Und das mag der Grund sein dafür, warum meine Wolle nicht ausreichte. Das Interessante bei diesem Tuch ist nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Konstruktion, also wie das Tuch gestrickt wurde. Und ja, so ein kleines Detail, so Design-Detail. Und zwar, das Tuch wird an der langen, also quasi unten angeschlagen. Ich zeige das mal so, wie es halt ist, also an dieser unteren Kante angeschlagen und zwar komplett, ja, also alle Maschen, die man so sehen kann, unten, das waren über, waren es 300 oder sowas? Ja, fast 300 Maschen werden angeschlagen, dann werden ein paar Reihen gestrickt und da wird dann so ein Querzopf gemacht oder so eine Querkette, sieht man nicht so gut. Die wird auch oben gemacht, die kann man vielleicht besser erkennen. Ja, also hier, wo das Licht anders fällt, kann man sie ein bisschen besser sehen. So, diese Kette, ja, diese querliegende Kette aus rechten Maschen, die wird dann gemacht. Und dann wird in der Mitte, also hier quasi, ich glaube, drei zusammengestrickt, sodass es so einen Knick macht. Und dann wird in kurzen Reihen, in verkürzten Reihen, genau, dann wird in verkürzten Reihen so das Tuch quasi immer weiter also immer höher gearbeitet, bis man fertig ist mit allen Maschen. Ja, dann strickt man noch ein paar Reihen, macht nochmal diese querliegende Kette aus rechten Maschen, die man nicht sehen kann, weil ich so komische Lichtverhältnisse habe. Und dann kettet man ab. Ja, und dann hat man das Tuch. Das sind zwar viele Maschen, aber man strickt halt wirklich nur selten alle Maschen hin und zurück, sondern man strickt halt ja, immer mit verkürzten Reihen. Zuerst kürzere Reihen, dann immer längere, immer längere, immer längere und so weiter. So ein bisschen das Prinzip wie bei dem, wie heißt denn der? Dieses bekannte Tuch von Pearl Soho. Jetzt habe ich es vergessen. Ich schaue mal, wie das heißt. Gedächtnis wie ein Sieb. Half-and-Half-Triangle-Wrap. Ja, also dieses Half-and-Half-Triangle-Wrap, ja, das werde ich einblenden, wie das Ding aussieht. Und diejenigen von euch, also sehr, sehr viele Menschen haben das schon gestrickt, wissen, dass es halt so gearbeitet wird, dass man zuerst immer kürzere, verkürzten Reihen macht und dann halt immer, ja, sie immer wieder zurück strickt, also immer längere Reihen macht. Die sind halt keine verkürzten Reihen mehr. Genau, und hier ist das so ein bisschen ähnlich halt. Also man strickt ständig verkürzte Reihen und dann immer weiter und dann ist irgendwann das gesamte Tuch gestrickt. Die Wolle ist unglaublich weich, also sie fühlt sich an, als wäre da viel mehr Kaschmir drin als angegeben, also die angegebene 10%. Ist sehr weich, ist leicht zu stricken, außer diese querliegende Kette, die war eine Tortur. Das dauert so lange bei mir. Die obere ging dann ein bisschen schneller. Ich glaube, ich habe sie ein bisschen anders gemacht als in dem Heft angegeben. In dem Heft gibt es ja alles nur in ausgeschriebener Form, ja, also alles nur verbal. Und ich habe mir das, ich meine, auf Instagram in einem kleinen Video angeschaut, wie man das machen kann und dann halt so gemacht. Und das ging, glaube ich, ein bisschen schneller. Aber unten ging das echt so unglaublich langsam. Aber ich habe es geschafft, ja. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum das Tuch relativ lange gelegen hat. Das war mein erstes fertiges Projekt. Jetzt zeige ich ein unfertiges Projekt, das war ein Projekt in Arbeit. Irgendwie bin ich manchmal in so einer Tuchstrickwut. Dann schlage ich ein Tuch an und stricke recht viel am Stück und dann liegt es ein bisschen, beziehungsweise und dann stricke ich halt nur so nebenbei immer wieder dran, weil mich andere Projekte mehr fesseln. Ja, ihr wisst ja, ich stricke an sehr, sehr vielen Projekten gleichzeitig. Die meisten davon, also 99% davon, könnt ihr auf meiner Ravelry-Projektseite sehen. Die werde ich dann auch hier, also in der Beschreibung auf jeden Fall verlinken und hier vielleicht zeigen. Ja, und das andere Tuch, das ich stricke, das habe ich in einem kleinen Video schon mal erwähnt, wo ich meine Strickweise gezeigt habe. Ja, ich stricke ja
naja, so eine Mischung aus kontinental, osteuropäisch, skandinavisch, sage ich mal. Und das habe ich mal in ja, Nahaufnahme gezeigt und da hatte ich dieses Tuch ganz kurz gezeigt. Und dann plötzlich überkam es mich und ich habe ein paar Tage richtig viel daran gestrickt. Und ja, jetzt stricke ich halt ab und zu dran. Aber ich habe das Prinzip verstanden und deswegen geht es ganz leicht. Das ist Colding. Ich blende das hier gleich ein. Und zwar in der Form, wie es quasi in der Anleitung von der Designerin vorgesehen ist. Das Design ist von Chris Berlin, genau. Eine Designerin, die ich glaube, dank dieses Tuches richtig, richtig, richtig bekannt ist. Sie war aber vorher schon sehr bekannt und hat auch sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Und dieses Tuch hat, glaube ich, so richtig eingeschlagen, zumindest im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, ich habe von keiner englischsprachigen Podcasterin von diesem Tuch gehört, aber in Deutschland haben den, glaube ich, alle mindestens einmal gestrickt und viele, sehr viele Male gestrickt. Ich habe noch kein einziges fertig gestrickt, aber ich bin recht weit vorgedrungen sozusagen bei dieser Version, die ich gerade stricke. So, jetzt bin ich natürlich blöderweise mitten im in einer, wie heißt das, mitten in einer Reihe. So, auf jeden Fall sieht es so aus gerade. Ja, das ist natürlich völlig ungewaschen und sieht deswegen auch so komisch verformt aus. Ich zeige es mal ein bisschen näher. So, ich stricke komplett, also 100% nach Anleitung, ohne Abweichungen. So. Und ich habe schon mit dem, also das ist einfach nur Rippenmuster, eine links, eine rechts. Und das ist Patentmuster. Also auf beiden Seiten wird halt die linke Masche nicht gestrickt, sondern mit einem Umschlag abgenommen. So, und das ja, verbreitert sich quasi um eine Masche mit in jeder Reihe. Sowohl in Hinreihen als auch in Rückreihen. Genau, und hier also die Rückseite sieht dann so aus. In der Mitte läuft so ein ja, eine Reihe oder eine Reihe aus rechten Maschen und die läuft dann quasi durch und verliert sich in dem Patentmuster. Ich stricke von einer Krone. Ich liebe es, von Kronen zu stricken. Meistens passt das dann nicht mit dem Reisen und Mitnehmen, aber solange ich zu Hause bin, kann ich das Ding im Korb mir hinterher tragen. Und das ist Holstgarn Tides, 70% Wolle, 30% Seide. Und das ist die Farbe Sand. Und das ist ein sehr schönes, ja, so irgendwie sehr helles, etwas rosanes Beige, finde ich. Ja, also egal wie ich da hingucke, sehe ich da ein bisschen rosa mit bei. So, das ist übrigens der Korb, in dem das Ding lebt oder wohnt eher. So, dann, das ist die Anleitung, die direkt in der Krone steckt. So mache ich das jetzt hier. Und dann quetsche ich das alles wieder rein. Ja, also bei Cording ist das Schöne, oder ich weiß nicht, soll ich über Cording überhaupt erzählen? Ich glaube, die meisten haben das entweder schon gestrickt oder wollen es nicht stricken. Ich erzähle vielleicht kurz, also man schlägt halt unten die Maschen an, dann strickt man ein einfaches Muster mit so ein bisschen Löchern, zeige ich vielleicht, also Lace quasi, aber da sind nur einzelne Löcher, so dieses hier, das hier und dann verändert sich bei jedem Loch quasi an dieser Stelle das Muster, ab hier geht es dann glatt rechts nach oben und das Ganze bewegt sich dann so in die Mitte. Und dann strickt man erstmal, strickt man dann glatt rechts. Ja, ich glaube, ein paar Reihen strickt man dann glatt rechts. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Einfach nur hin und zurück. Und dann fängt man mit diesem Muster. Also mit dem Rippenmuster, mit dem einfachen Rippenmuster. Und jedes Mal macht man auch eine
ein Umschlag, also ein Loch quasi. Und ab da verändert sich dann, also ab da fängt dann das Rippenmuster an in der jeweiligen Reihe. Der Rand wird ständig gleich gestrickt, also eigentlich ist das ein Rippenmuster, immer wieder mit so einem Umschlag drin. Sieht man bei mir nicht so gut, wahrscheinlich weil es entweder, weil ich an dieser Stelle zu locker stricke oder die Umschläge irgendwie anders mache, aber das ist mir nicht wichtig. Das sieht man eh nicht, ist halt der Rand. Genau, und dann macht man hier dieses Muster auch immer breiter von beiden Seiten nach innen, beziehungsweise also glatt rechts wird halt immer schmaler in der Mitte. Und dann, wenn man damit fertig ist, dann fängt man mit dem Patentmuster in der Mitte und verbreitert es in jeder Reihe um eine Masche. Und dadurch wird das Rippenmuster immer schmaler und irgendwann landet man halt komplett bei Patent hin und zurück. Und ich glaube, das ist dann die Mitte des Tuchs. Und ab da macht man halt das Gegenteil von dem, was man vorher gemacht hat. Und ja, irgendwann ist man dann fertig. Ich finde, das strickt sich gar nicht langsam und auch gar nicht langweilig. Also natürlich ist das quasi immer das Gleiche, aber in jeder Reihe passiert irgendwas Kleines oder fast in jeder Reihe. Also relativ kurzweilig ist das eigentlich und gleichzeitig auch leicht zu merken. Und das ist ein wunderbares Projekt, das man mitnehmen kann, wenn man nicht gerade eine Krone hat vielleicht, dass man beim Fernsehen gucken kann, beim Fernsehen gucken stricken kann, dass man, also wenn man beim Stricken auch lesen kann, dann ist das ein wunderbares Projekt, um genau das zu machen. Das mache ich ja manchmal, dass ich, wenn das Buch nicht, also nicht von alleine zuschlagen kann, dann lese ich schon mal beim Stricken von einfachen Sachen. Und das ja, eignet sich wunderbar dafür. Ja, also ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Projekt und ich finde es überhaupt nicht langweilig. Ja? Ich habe irgendwie einen komischen Eindruck, dass das Tuch zu kurz wird. Ich bin sehr gespannt. Ja, aber ich stricke halt nach Anleitung. Also entweder habe ich irgendwas Grundlegendes in der Anleitung übersehen und das ist quasi nur die Hälfte lang bei mir. Aber keine Ahnung. Ja, ich stricke jetzt erstmal weiter und gucke, was draus wird. Ja, dann habe ich noch zwei weitere, ich sag mal verwandte, fertige Projekte. Da sind zwei warme Jacken. Eigentlich Outdoor-Jacken, würde ich sagen, vielleicht sogar. Also für Deutschland auf jeden Fall auch gut, also jetzt tragbar, wenn ich sie mal komplett fertigstellen würde irgendwann. ja, und ich habe sie beide schon mal gezeigt, aber nicht fertig. Wobei das eine, die eine davon habe ich schon mal als fertig verkauft, also verkauft, euch verkauft sozusagen, also euch gezeigt und gesagt, dass es fertig ist. Aber ich wollte noch am Kragen was machen und das habe ich jetzt gemacht, muss das nur vernähen. Ja? Ich zeige das jetzt mal direkt. Das ist mein Enkers Cardigan aus dem Nutidengarn. Ja, aus diesem unversponnenen Nutidengarn von Ona och Er. Das ist eine kleine familiengeführte schwedische Spinnerei und sie produzieren halt Garn aus vorwiegend schwedischen Schafsrassen, aber nicht nur, glaube ich, und sie machen besondere Färbungen immer. Und ja, wie heißt das so, einzigartige Färbungen, die sie nur einmal machen, nur eine Partie davon machen, verkaufen und wenn das alles ausverkauft ist dann gibt es das nicht mehr. Und man kann bei ihnen, auf ihrer Patreon-Seite kann man Mitglied werden. Die Anzahl der Mitgliedsplätze, sage ich mal, ist limitiert. Ich weiß nicht, ob sie aktuell Plätze haben. Ich bin auf jeden Fall Mitglied, also ein Patron oder Patronin von Ihnen und vielleicht eine Neuigkeit. Also es gibt auf jeden Fall, oder es gab heute früh um 5 Uhr morgens ein Shop-Update, bei dem ich eingekauft habe und demnächst wird es dann wahrscheinlich ein öffentlichen Shop-Update geben. Das machen Sie, ein öffentliches Shop-Update. Das machen Sie halt so immer, dass Sie ein paar, also dass Sie zuerst für die Patrons oder Patroninnen, ja,
ein Job-Update machen. Wir haben quasi das Vorkaufsrecht und ein paar Wochen später gibt es dann ein öffentliches Job-Update, bei dem ja auf jeden Fall alle Farben gekauft werden können. Dadurch aber, dass die Farben limitiert sind, sind natürlich die interessantesten Farben sozusagen, also oder die Farben halt, die den meisten Leuten gefallen, sind natürlich sehr schnell weg. Ja, und ich habe heute Nacht, also heute um 5 Uhr morgens eingekauft. Ich habe recht viel eingekauft, bin mir aber wegen der Farben natürlich nicht sicher, weil man nur die Farben nur ja, auf Bildern gesehen hat, in Videos und Fotos. Das heißt, wenn, ja, wenn mir die Farbe vielleicht nicht ganz zusagt oder wenn ich dann das, was ich vorhabe, damit zu stricken, doch nicht ganz so stricke und Reste habe, dann wird der Rest in meinen Etsy-Shop wandern. Irgendwann in den nächsten Wochen. Also, wenn ihr Interesse an Nutiden habt, ja, habt ein Auge auf meinen Etsy-Shop. Dann, also, sobald ich was reinstelle, bekommt ihr dann eine Nachricht. So, jetzt zu dem Enkers Cardigan. Enkers Cardigan ist ein Design von Petite Knit. Ich habe jetzt schon zweimal also zwei Enkers Cardigans gestrickt. Das ist einer für mich, eher aus Nutiden. Ja, ich habe den. Also das Design verändert insoweit, dass ich länger gestrickt habe, deutlich länger als angegeben. Und ich glaube, ich habe ein paar Maschen an der Seite zugenommen. Genau, ich habe an den Seiten, also hier irgendwo ab hier, glaube ich, so ein paar Mal nacheinander zugenommen, damit meine Hüften reinpassen. Ja, einfach nur damit das Ding so ein bisschen weiter sitzt und nicht eng anliegend, weil das halt bei mir unter der Hüfte endet. So, und ich hatte ursprünglich den Kragen gestrickt, so wie in der Anleitung angegeben. Ach, das ist gar kein Enkers Cardigan. Das ist kein Enkers Cardigan. Es tut mir leid. Enkers Cardigan ist ja das, was ich für meine Tochter gestrickt habe. Naja, gut, diesen habe ich auch für meine Tochter gestrickt, aber aus einem anderen Garn, nicht das, was ich vor kurzem hier gezeigt habe. Das ist Sunday Cardigan. Das ist Sunday Cardigan von Petite Knit. So, und in diesem Sunday Cardigan wird normalerweise so ein. Ich glaube, ich muss echt, tut mir leid, ich muss gerade überprüfen, weil ich habe schon vor langer Zeit angefangen. Ach nein, genau. Es wird quasi diese Länge von Kragen gestrickt und dann umgeschlagen. Ja, und ich habe das eigentlich ursprünglich so gewollt, dann aber während des Strickens habe ich mich umentschieden und dachte, beziehungsweise nicht umentschieden, sondern ich dachte während des Strickens, dass ich mein Cardigan länger stricken möchte. Und dann passen die Dimensionen sozusagen nicht mehr zueinander. Wenn ich dann den Kragen so umgeschlagen hätte, dann würde das zu der Gesamtlänge des Cardigans nicht mehr gut passen. Und dann dachte ich, okay, ich stricke trotzdem alles fertig und stricke dann einfach nochmal die gleiche Länge des Kragens dazu. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir quasi am Rand des ursprünglichen Kragens, also an der Anschlagkante, habe ich Maschen angeschlagen und nochmal die gleiche Länge gestrickt. Das habe ich jetzt mit dem Nadelseil einfach verbunden, weil es noch nicht vernäht ist oder nicht zusammengenäht ist. Das ist die gleiche Länge, das ist jetzt die Innenseite. Ja. Das werde ich einfach annähen und dann habe ich so einen hohen, dicken Stehkragen, ja. Ja. Weil die Jacke halt lang und warm ist. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das ist, wie gesagt, Nutiden, zweifädig gestrickt mit der Sechsernadel. Nee, mit der Sechsernadel sind die Rippenstellen gestrickt sozusagen, also quasi Bündchen, der Kragen, hier das Bündchen an den Ärmeln und unten. Und ich glaube, der Rest des Cardigans, inklusive Passe, hier Rundpasse, ist mit der 7er Nadel gestrickt. Das sieht man auch in meinem Ravelry-Projekt. 6 und 6,5, tut mir leid. Mit der 7er Nadel strickt das die Designerin. Und ich habe mit der 6er Nadel das hier und mit 6,5 den Rest gestrickt. Ja, und bin sehr zufrieden. Ist halt ein oversizeiges Strickstück. Gefällt mir trotzdem sehr gut. Die Farbe ist sehr interessant, wie bei Nutiden ja immer der Fall. Sieht man leider so nicht so gut.
Ja, aber das ist auf jeden Fall, also sieht man vielleicht hier in diesem Rest des Knäuels, dass, also so geht das ganze Garn. Das ist eigentlich so grau-weiß, ja, natürlich grau, glaube ich. Das fokussiert nicht. So mache ich das. Das fokussiert dann besser. Aber es gibt halt hier und da so lilafarbene, blaue, ja, Stellen. Ja, und das ergibt dann halt so eine lebendige Farbe über den gesamten Cardigan hinaus. So, das ist die Platte dazu. Also in so Platten kommt ungesponnenes Garn eigentlich meistens oder immer wahrscheinlich. Das ist ein Teil der Platte. Also normalerweise sie also so quasi noch, also geht hier so noch weitere 5 cm ungefähr. Das ist eine kleine ergänzende Platte gewesen. Hier sieht man auch ein bisschen, wie die Farben so spielen. So, das sieht dann farblich nicht so. Das ist jetzt zu dunkel. So vielleicht. Ja, davon habe ich noch ein bisschen was. Also ich könnte noch ein Pullover machen. Und das Garn ist wirklich sehr weich. Das ist nicht zu vergleichen mit Plotulopi. Die zweite fertige Jacke, die ich gleich zeigen möchte, ist aus Plotulopi gestrickt. Das ist wirklich ja, wie Himmel und Erde, oder wie man das sagen kann. Auf jeden Fall wie sehr, sehr großer Unterschied, was Weichheit angeht. Ja, das ist natürlich also nicht Superwash. Und das ist auch ein bisschen rustikal sozusagen, also ein bisschen griffig. Aber das ist, also ich kann das wirklich, also auch hier, also das ist meine, glaube ich, empfindlichste Stelle am Körper, was so Kratzigkeit angeht. Und ich kann das hier sehr, sehr, sehr gut tragen. Ja, also das ist wirklich gar kein Problem. Das ist, man spürt, dass das Wolle ist, aber das ist angenehm. Das ist so die Kratzigkeit oder die ganz, ganz, ganz leichte Kratzigkeit oder Empfindung, die einem sagt, das ist warm. Ja, also das ist so diese Art von Wohlempfinden. Genau. Habe ich da noch was zu sagen zu diesem Cardigan? Ich bin schon seit fast 40 Minuten wieder am Reden. Ich muss mal gucken, dass ich das ein bisschen schneller mache, damit ich nicht doch eine Stunde, so mein Licht, damit ich doch nicht doch eine Stunde noch hier übertreffe. Genau, also Nutiden ist super. Wenn ich aus diesen Resten nichts mache, also nicht aus dieser Platte, sondern aus den restlichen Platten, dann wandert das auch alles in meinen Etsy-Shop. Aber diese Farbe gefällt mir sehr gut. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese graue Farbe in meinen Etsy-Shop wandert. Ja, also. Und dann, wie ich eben schon angekündigt habe, habe ich meine zweite Jacke fertig gemacht, die ursprünglich schon fertig war. Und zwar war das Cardigan Number 7, also Nummer 7 von My Favorite Things Knitwear. Den Cardigan hatte ich schon einmal fertig gestrickt in der vorgesehenen Länge. Ja, den werde ich hier einblenden, wie er ausgesehen hat. Und dann dachte ich, diese Länge ist einfach nicht meine Länge. Ja, ich gefalle mir nicht, wenn ich Jacken in dieser Länge trage. Das war dann so kurz, ja, so in der Mitte der Hüfte endend. Ja, also eine normale Jackenlänge für eine, ja, so normal kurze Jacke oder mittelkurze Jacke. Also dachte ich, okay, ich mache mir einen Mantel draus und stricke einfach quasi, also ribbele bis zu der Taille, mache da so ein Taillenband. Rand ja, in einem Muster und dann stricke ich ja, so ausgestellt den ja, Unterbereich des Mantels weiter. Dann habe ich angefangen und gestrickt und gestrickt und gestrickt und das war so anstrengend. Ich habe die Jacke aus zwei Fäden Plötulopi in dieser Farbe. Das werde ich alles in der Beschreibung eintragen, welche Farbe das ist. Das ist irgendwie Pink, glaube ich, heißt das und irgendeine Nummer. Also zwei Fäden davon und ein Faden davon. Das ist Silk Mohair von The Colored Cat. So, diese Marke, das ist eine niederländische Handfärberin und das ist Persian Fluff, 72% Kitmohair, 28% Seide, 50 Gramm, 420 Meter. Ja, also hier die Infos.
Und die Farbe ist Pink Passion. Ich finde die Farben hier grandios. Einfach nur das Farbspiel, so den Wechsel zwischen Weiß und Pink, so ein bisschen Orange. Das ist sehr weich. Also oft ist das ja so, dass 28% Seide und 72% Mohair sich halt schon ein bisschen kratziger anfühlen. Das ist aber sehr weich. Ja. Ich achte normalerweise eigentlich darauf, dass ich so 30% Seide mindestens habe, aber das ist trotzdem, also das ist einfach weich. Nur ja, verliert sich natürlich diese Weichheit, beziehungsweise die Weichheit macht vielleicht Plotolobe ein bisschen weicher. Plotolobe ist auch ein unversponnenes Garn von Istex aus Island. Und sie machen das, also ich weiß nicht, wie das in der Produktion ist, wahrscheinlich auch ähnlich wie Ona Ock Air aus Schweden. Nur machen sie das in viel, viel, viel größerer Menge. Und dieses Garn ist viel, viel günstiger als Nutiden und viel besser ja, zugänglich. Ja, Nutiden kann man ja wirklich nur in Ausnahmefällen quasi bekommen, fast schon. Istex Plotolobe kann man ja viel besser überall bestellen. Das ist, wie gesagt, viel günstiger, ist aber auch viel griffiger. Das ist also, ich kann das trotzdem am Körper tragen. Ich bin da, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da nicht empfindlich bin, aber je mehr ich mit solchen Garnen stricke, umso weniger empfindlich bin ich. Und ja, die Jacke daraus kann ich auch mit einem T-Shirt tragen, ja. Was ja heißt, dass hier Garn auch hier zum Beispiel anliegt, wo ja so empfindlichere Stellen sind, finde ich okay. Ja, also das kann ich besser tragen auf ein T-Shirt, das ein bisschen schlechter, aber je nachdem, wie die Temperaturen so sind, wenn man nicht schwitzt oder wenn es nicht feucht ist, dann ist das auch okay. Und mit einem Unterhemd, eine dünne Schicht Baumwolle, gar kein Problem. Und das ist warm. Ich glaube, sie sind ähnlich warm, beide Garne. Also da macht sich nichts. Aber das ist, ja genau, zu den Unterschieden im Stricken zwischen den beiden Garnen sage ich gleich was und dann sage ich das auch. Genau, ich zeige jetzt die Jacke. ach ja, übrigens, ich habe davon noch zwei Platten, zwei volle Platten übrig. Das werde ich, glaube ich, auch in den Ring werfen bei dem Wolltausch. Ja, also wer Interesse hat an zwei Platten Plotolobe in Pink, ja, gerne am Ende zuhören, wenn es um den Wolltausch geht. So, die Jacke ist noch komplett nass, sehr schwer dadurch auch. Ich habe sie gestern gewaschen, aber sie ist noch nicht weit, also nicht großartig getrocknet. Ich muss mir halt hier Platz machen. So, die sieht so aus. Ach ja, genau, ich habe ja angefangen zu erzählen, ich habe gestrickt und gestrickt und gestrickt und dachte irgendwann, nee, entweder breche ich mir die Finger beim Stricken oder ich höre auf. Ja, das heißt, ich habe keinen Mantel gemacht, sondern einfach eine lange Jacke. Ja, sie endet so quasi direkt unter dem Popo und muss noch trocknen. Ja, also ganz normale Ärmel, Raglan, ja, Konstruktion, so ein bisschen ballonartige Ärmel. Ich habe ja ein bisschen was abgenommen am Ärmel, aber nicht alles quasi. Und dann hier in der Reihe vor dem Bündchen habe ich mehr abgenommen. Dann halt das Bündchen gemacht. Was kann ich dazu sagen? Ich habe da, wie gesagt, so ein Taillenband gemacht. Das war einfach nur das Moss-Stitch auf Englisch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wenn ich beim Bearbeiten des Videos dran denke, dann schreibe ich das hier rein. Das ist einfach nur, man strickt eine links, eine rechts, zwei Reihen und dann verschiebt man diese eine links, eine rechts quasi wieder für zwei Reihen. Also so, dass man immer hin und her das Rippenmuster verschiebt und so entsteht dann halt so ein Durcheinander. Das wollte ich dann halt einfach nur irgendwie absetzen, ohne mir großartig Gedanken zu machen. Genau, und jetzt zu dem Stricken mit den Beinen, mit den beiden Garnen. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe diese Plotolobe-Jacke aus zwei Fäden von Plotolobe und einem Faden Silk Mohair gestrickt und die
Den Sunday Cardigan aus zwei Fäden davon. Nächstes Mal würde ich es anders herum machen. Ja? Das heißt, wenn ich etwas aus Nutiden stricke, dann würde ich entweder einen oder zwei Fäden Nutiden nehmen und eine Faden Silk Mohair, weil Nutiden viel fragiler ist. Ja? Also Nutiden reißt viel schneller, ist ja unversponnen, also unverzwirnt auch. Und wenn man da zu viel Fadenspannung aufbaut, reißt der Faden viel, viel, viel schneller als Blotulopi. Bei mir reißt Blotulopi überhaupt nicht, egal ob ich einfädig oder zweifädig stricke. Das heißt, ich baue nie so viel Fadenspannung auf, dass es reißen kann. Das hier reißt aber immer wieder, sogar wenn ich mit zwei Fäden stricke, dann reißt ein Faden immer wieder oder beide halt, wenn ich falsch dran ziehe. Genau, also würde ich es umgekehrt machen. Also sagen wir mal so, noch andere Farben und so getrennt, ja. Und das Stricken damit mit zwei Fäden empfand ich als sehr anstrengend. Zum Beispiel macht Bee Mandarins, jetzt habe ich leider den Namen vergessen, ich werde sie in der Beschreibung vielleicht erwähnen, also eine Designerin, Bee Mandarins heißt sie. Ich guck mal nach, das ist unhöflich. Bee Mandarins. Das ist Melody Hoffmann, genau. Melody Hoffmann, auch als Bee Mandarins bekannt als Designerin. Sie hat sehr viele Designs mit Blotulopi und zum Teil auch mit Nutiden herausgebracht. Und sie hat, also bei ihr habe ich es eigentlich abgeguckt, dass man zwei Fäden Blotulopi und einen Faden Silk Mohair nimmt und das alles zusammenstrickt mit 6er, 7er Nadel. Ich konnte das nicht gut. Ja, also ich konnte das schon, aber das war wirklich eine Quälerei. Dieses Garn ist recht fest. Ja, das heißt beim Stricken, und das ist halt kratzig, ja. Das ist beim Stricken, war wirklich jede Masche eine Anstrengung für mich. Also für die Hände, für meine Hände war das sehr anstrengend. Bei Nutiden war es genau umgekehrt, ja. Also da musste man zwar darauf achten, dass man nicht so doll zieht oder nicht so doll die Fadenspannung aufbaut, aber man muss die Hände die ganze Zeit entspannt halten, damit der Faden eben nicht reißt. Und das tat meinen Händen richtig, richtig gut, ja. Das vielleicht für euch so als Info, ist natürlich subjektiv. Ja, meine Hände sind anders als eure, aber vielleicht hilft euch das auch. Ja, ja, das ist auf jeden Fall sehr schön, sehr kuschelig. Das ist ein bisschen fester, aber ich liebe dieses Garn auch. Ja, also es ist überhaupt nichts gegen Blotulopi. Dieses Garn ist so ein Arbeitspferdgarn. Ja, also ich glaube, man kann damit, also mit zwei, drei Fäden vielleicht, etwas recht Festes stricken und damit in Deutschland den gesamten Winter draußen laufen. Ja, also das ist wirklich sehr warm. Ich habe die Jacke ja, die ich ursprünglich noch kurz gestrickt hatte, getragen an der Ostsee. Wir waren letztes Jahr 3 Wochen an der Ostsee im Mai. War das im Mai? Es war aber auf jeden Fall, also quasi die Temperaturen von 10 bis 25, so in diesen 3 Wochen hatten wir alles. Und ich konnte die Jacke wirklich einfach immer tragen eigentlich, ja, egal ob es warm, manchmal war es zu warm, dann habe ich sie natürlich abgenommen, also in der Sonne ist das kein Spaß, sie zu tragen, wenn es quasi 20 Grad ist, das ist nicht notwendig auch, aber alles ab unter 15 war perfekt angezogen, ja, und der Wind tat der Jacke auch gar keinen Abbruch quasi, also geht einfach nicht durch. Weder Wind noch Regen übrigens. Ja, also ist auch relativ gut wasserfest. So, jetzt bin ich mit diesen beiden Projekten fertig. Genau.